Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt zusammen mit Markus und Futur. Juhu, hi. Hallo. Jo, wir spielen ja von Odiv aus Ark auf einem Server und haben uns gedacht, warum euch das vorenthalten? Wir wollen mit euch bestimmte Ereignisse aus unserem Ark-Alltag teilen, indem wir zum Beispiel, wenn wir irgendwas Neues bauen oder wenn wir irgendwelche Dinos tamen, euch einfach mal mitnehmen, euch Einblick in das Spiel verschaffen. Und wenn irgendjemand von euch Lust hat, einfach mit auf den Server zu spielen, dann kann er auch gerne bei uns unten in die Kommentare reinschreiben. Im Normalfall darf eigentlich hier jeder mit auf den Server drauf. Und ich würde sagen, so als Eröffnung für die erste Folge, wie ihr seht, Markus und ich haben schon ganz gute Sachen. Ambrist, wir sind gut ausgerüstet. Futur ist noch ein bisschen neuer, ist auch Level 11. Man sieht jetzt Markus Level 20 und ich bin schon Level 48. Das heißt, 48. Ja, habe ich doch gesagt. Ihr habt doch keine Hobbys, Jungs. Legt euch ein Hobby zu. Ne, wir hatten Ferien. Und darum ist es jetzt so, dass wir jetzt erst einmal in der ersten Folge für Futur auch einen Vogel fangen werden. Das hier ist mein Adler, der Argentavis. Und Markus fliegt aktuell hier mit dem Pteranodon, genau. Herum. Also die Namen, da habe ich immer so ein bisschen Props, aber da werdet ihr euch schon dran gewöhnen. Auf jeden Fall würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal durch und suchen für Futter aus so ein Pteranodon, weil die kann man recht schnell tamen. Und dann würde ich sagen, starten wir durch. Futter, hast du was zu essen? Ja, ich habe genug Essen dabei. Ich habe eben gefarmt, sogar Essen. Bären? Bären. Bären. Ja, das ist ja nix. Das langt. Besten sind die blauen Bären, die muss man immer essen, die sind gut. Du meinst die schwarzen? Ja, die schwarzen, die Narkotik. Ja, die sind gut, da schläft man gut dabei. Nimm mal dein Fernglas und guck mal die Level von dem anderen, bitte. Keiner Cut. geil. Du hast 3 zu 1 gesagt! Ich hab gesagt, warte nicht. Jojojo, Leute, und da sind wir wieder. Wir haben gerade ein bisschen vercheckt, die Aufnahme zu starten, weil da flog so ein random Pfeil und das war ein Fehlschuss. Ein Markus-Pfeil, ja. Und Markus hat das Ding mit einem einzigen Pfeil vom Himmel geschossen. Aber wir haben jetzt das Ding mit Betäubungspfeilen vom Himmel geschossen und jetzt füttern wir es durch. Und so tämen wir jetzt Futur sein erstes eigenes Tierchen. Hier beim Tämen, für alle, die es noch nicht kennen, ist jetzt zu beachten, wir haben hier unten Torpor. Wenn das auf 0 ist, dann wacht das Viech wieder auf. Das darf nicht passieren. Kriterium 2, was wir beachten müssen, er hat Leben. Das Leben darf nicht 0 werden, sonst ist er tot. Kriterium Nummer 3, was wir beachten müssen, er hat Essen. Das heißt, der hungert langsam runter und wir legen ihm quasi Essen rein. Und dann frisst er das Zeug. Durch das Essen, was er isst, wird er getamed. Dadurch nimmt er quasi Vertrauen zu uns auf. Und den Rest müssen wir eigentlich nicht beachten. Aktuell. Den brauchen wir erst danach. Das heißt, jetzt geht es eigentlich nur drum, das sehen wir auch von außen, der obere Balken ist, wie bewusstlos das Viech noch ist und der untere ist, wie sehr wir es schon getamed haben. Und jetzt würde ich sagen, damit das ganze Taming ein bisschen schneller geht, besorge ich uns gutes Fleisch. Aber der wacht bald auf, soll ich nochmal betäuben? Nein, du schießt bitte keinen einzigen Pfeil mehr drauf. Ich hab ihn nicht erschossen, es war. Habe ich Narkotik reingelegt? Ja, du sollst aber keinen einzigen Pfeil mehr drauf schießen. Bei er. Das ist egal, wer vorhin geschossen hat. Jetzt kein einziger Pfeil auf das Viech. Du blutest, Markus. Ja, Narkotik sind drin, das heißt, Markus, du passt auf, ne? Und ja. Wir gehen jetzt Essen besorgen für das Viech. Und zwar lieben die Prime Meat und das bekommt man von Prontos, Baby Dinos und so Trampeltieren und so. Ja, da ist einer. Was? Komisches Vieh, ich weiß nicht, was es ist. Ist ein Vieh. Ah, von Adlern bekommt man es auch, ne? Genau. Adler habe ich hier viele. Hast du keine Angst? Juhu! Was habe ich hier geschossen? Ein Parasaurus. Level 1. Ja, genau, Markus. Ich würde nichts angreifen, Futur, aber auch wenn du Pflanzenfresser anschießt, dann... Das ist eine gute... Futur, pass mal auf das Viech. Ich glaube, dass keiner angreift. Ich werde von Spinnen angegriffen. Oh, Roy Kobler hat Disconnect. Ja. Soll ich mal aufpassen? Ja, ich werde von Spinnen angegriffen. Ja, dann töte. Du hast eine Axt. Ja, die sind Level 45. Schlag um dich, Tütze. Einfach in ihre Richtung schlagen. Die sterben. Ja. Ich hab Raw Meat. Das heißt kein Raw Meat holen, sondern das heißt überleben und auf das Viech aufpassen. Ja. Ich hab Chitin. Chitin ist gut, das brauchen wir für deinen Sattel noch.
Ich hab Raw Meat. Und Hide. Und Dodo! Shooter, pass mal bitte auf meine Leiche auf. Wie wär's mit auf Markus aufpassen und auf den Vogel aufpassen? Da passiert ja nichts. Nö, hier in dem Tal läuft nur ein T-Rex rum. Kann ja nichts passieren. Ja, nee. Ja, da ist ja niemand da. Da passiert ja nichts gerade. Ist nichts da, wo mich tötet. Okay, und sobald ein Fleischfresser kommt und Markus tötet und er gestorben ist, bist du der Verantwortliche dafür, ne? Markus ist ja schon tot. Nein, er ist nicht tot. Er ist bewusstlos. Ja, das stimmt. Da liegt er. Ah, hab ich nicht. Ich such dir jetzt Adler für Prime Meat. Ich sterbe ich nicht. Oh, da ist ein Alpha Raptor. Wir haben hier einen Alpha Raptor. Wie bei uns oder? In der Nähe, ja, am Berg. Ja, du bist wieder rausgeflogen. Ja. So, jetzt will ein Adler mit mir kämpfen. Wenn ich jetzt auch noch wüsste, wo der gerade hingeflogen ist, dann könnte ich auch mit ihm kämpfen. Tribe Member Royal Cobra has joined this arc. Boah, ich hasse Luftkämpfe mit zwei Adlern. Ich bin wieder ausgeflogen. Mach ich Spiel neu. Ja, start mal Spiel neu. Und schon wieder ist er weggefallen. Kann ich dem auch was reinlegen? Wem? Ein Viech. Ja, aber der hat doch noch Fleisch, oder? Der Fleisch. In ihm drin, drück mal F auf ihn. Ja, hat noch Raw Meat. Ja, dann ich aber auch noch. Dann musst du auch nichts reinlegen. Ja, du kannst reinlegen, aber es bringt nichts. Jetzt hat er 26, ja, das hat er ganz viel. Toll, ich habe einen Adler getötet, aber ich habe von dem Adler leider... Oh, da kommt, was kommt denn da? Da kommt was Größeres. Was, Langhals oder ein T-Rex? Nein, was, ein Flieger, der du ist hast tief. Ein Fernglas. Möchtest du mir sagen, was es ist? Ein Level 7er Pa... Oh, ein männlicher sogar, Level 7er. Was? Pandaron... Genong... Jong... Pateranodon? Genau. Und so. Das ist ein Fleischfresser, also ich würde aufpassen. Ich töte ihn, wenn er mir blöd kommt. Jo. Macht es. Da vorne ist ein Yeti. Ich habe den Yeti gefunden. Da würde ich auch Abstand halten. Der schlägt dich mit zwei Schlägen tot. Es sind sogar zwei Yetis und der eine kommt sogar zu mir. Oh, viel Spaß. Viel Spaß beim Angriff. Also ich würde mich nicht vor ihn stellen. Der isst dich zum Frühstück. Aber ich war schon mal beim Yeti und dann bin ich angegriffen. Nee, du musst direkt vor denen stehen. Wenn du vor denen stehst, dann rappen die dich. Oh, der guckt mich an, dieser Pandaran Dong Dong Tong. Oh, jetzt kommt er zu mir. Markus, lebst du wieder? Töte ihn. Hinter uns sind noch mehr von den Chong Dongs. Chong Dong? Oh, Level 21, nein, Level 21, ja, den will ich. Ich will den Level 21er. Nein, wir fangen dir jetzt das Vieh. Nein, den Level 21er. Nein, wir fangen nicht wieder von vorne ja an. Kannst du später mal selber Tiere tamen. Aber jetzt tamen wir dir erstmal den und dafür gehe ich jetzt mit dem nächsten Adler in den Luftkampf nur für dich. Obwohl ich Luftkämpfe Adler hasse. Oh, Yeti, Alter. Scheiße! Markus! Was denn? Ich hab einen Raptor gefunden. Du hast ihn angegriffen? Nein. Aber der Raptor ihn wahrscheinlich. Hinter mir, guck mal. Wo bist du? Da drüben lauft er. Ich hab einen Raw Prime Meat, ich komm mal vorbei. So. Ja, gut. Solange er nicht herkommt, ist alles okay. Die haben nicht so eine große Attack Range. Brüste deine anderen Pfeile aus, Foto, wenn du keine betäubst. Ja, wenn du kein Tier tamen willst, dann nimm die Steinpfeile. Achso. Die machen mehr Schaden. Ich wollte eigentlich den 21er Mann. Nein. Kannst du versuchen zu tamen, aber... Dann musst du es alleine machen. Was für einer? Level 7. Achso. Also ich komme gerade wieder mit dem guten Fleisch. Ah ne, ist keiner, ist nur ein Dilophosaurus. Dilophosaurus. Ja, das sind die, wo auf meiner Schulter hocken. Dilophosaurus. Nein, das ist der Dreckspucker. Morphodon. Dilophosaurus, ja, der böse Jäger. Genau. Ach ja, das sind die, wo... das sind die, wo mit Säurespritzen. Habt ihr ähnlichen. Das sind die, wo mit Säurespritzen und du dann blind bist. Genau, die von Jurassic Park. Die sind cool. Servus, Le. Der Uli, halb voll. Fast, halb.
Da frisst du Scheißvogel. Wir haben ja nicht mal die Hälfte. Oh Futter, das Viech geht noch verdammt schnell. Warte mal, bis du ein T-Rex 2 Stunden tamest oder so. Und jetzt hör auf zu motzen. Sei froh, dass wir dir das Zeug besorgen. Und wärst du drauf gekommen, dass du so ein Tier tamen musst? Okay, da hat irgendwas reingeschmissen. Und du hättest das wahrscheinlich erst einmal mit Steinpfeilen beschossen und getötet. Ja eben, irgendwann fällt schon um. Ja, dann ist tot. So, da ist der nächste Adler, ich geh mal wieder in den Luftkampf. Was nimmst du hier auf? Ja, ich nehme mal dauernd Luftkämpfe auf. Weil ich so talentiert bin. Oh geil, Mini-Lag. Der Adler ist einfach durch mich durchgeglitscht. Aber meiner macht die gegnerischen Adler jetzt schon ziemlich flott weg. Markus, guck mal, er kommt, er will spielen. Dann halt ein Bogen bereits, wenn er herkommt. Sinnlos, was ist? Komm mal, töten. Aber nicht einfach. Schießen. Ich würde deinen Kopfschuss? Nicht schießen. Nein. Geh weg von ihm. Und der ist doch so klein, den kann man nicht doch er wird dich umbringen. Mit deinem Equip würde dich innerhalb von 2 Sekunden zerfleischen. Halt einfach ein Auge auf ihn, wenn er herkommt und angreifen will, dann töte ihn. Ich habe auf jeden Fall mein Ding auf Whistle Attack My Target. Ja, ich habe meine auch auf Whistle Attack My Target gemacht. Okay, er geht ja wieder. Also wollen wir nichts berichten. Yay. Bin schon wieder im nächsten Luftkampf. Sagt mir, wenn ihr das Tier tamt, ne? Kurz davor. Damit ich die XP mit abstauben kann. Der wacht gleich auf. Der wacht gleich auf, ja. Aber ja, das ist Markus' Aufgabe. Was muss der dann machen? Der muss Narkotik dann fressen. Muss er fressen? Narkotik. Betäubungsmittel. Was da drin ist. Da musst du dann wieder, wie du ich das wieder Item machen. Raw Prime. Beispiel. Was brauchst du jetzt nicht mehr machen? Dann, also Futter für den Fall, dass das Viech kurz vorm Aufwachen ist, dann machst du einen Linksklick auf Narkotik, um es auszuwählen. Dann machst du auf Remote Use, das heißt, du gibst dem, was auch immer du gerade hast. Also wenn du in einem Ofen bist, machst du irgendwas in einem Ofen. Wenn du in einem Tier bist, dann frisst das Tier das oder so. Und wenn du quasi das auf Remote Use kriegst, dann gibst du dem quasi Betäubungsmittel zu essen, wodurch er wieder betäubter wird. Ist so schnell, so kriegt man viel schneller getamed. Mit was? Das ist fast fertig. Ja, mit Raw Prime Meat. Nee, da hat es ruckzuck. Ja, das ist wegen Prime Meat. Ja, wegen Prime Meat. Immer wenn er isst, dann wird es höher. Guck mal, ich gebe ihm die ganze Zeit das gute Fleisch. Ich habe ihm jetzt wieder eins rein. Warum meinst du, bekämpfe ich die ganze Zeit, um das gute Fleisch zu kriegen? Ich glaube, wir brauchen aber noch eins, ne? Ja. Also 2 reichen. Dann schaue ich mal, dass ich noch einen Prime mitbekomme. Die Adler geben blöderweise immer nur eins. Ach, wenn überhaupt Mann. Eins. Hier ist ein T-Rex. 2 T-Rex nebeneinander. Ein Level 21 Female, ein Level 13 Female. Nein, nicht Zickchen, Wild. 2 Stück nebeneinander. Drüben ist wieder was. Was ist das? Das macht mir ein bisschen Angst. Das bei ist ein Male Parasaurus. Parasaurus sind schon Arsch. Was Parasaurus? Das sind doch die allerersten, die man tamen kann, ne? Die Viecher, die einfach ein bisschen schnell sich fortbewegen und ein Mittelfiel tragen können. Was anders können die Viecher einfach nicht. Die rennen aber auch immer weg, wenn jemand sie angreift. Ja, das sind Fluchttiere. Was du Futter? Bam. Ja, überhaupt nicht. Aber was du fahren, wir haben alles. Mir ist langweilig, ich denke, ich guck dem Ding zu, wie es schläft. Ja, musst du ja. Ja, wenn du einen T-Rex betäuben willst und du gehst einfach 100 Millionen Meter weit weg, dann... Das ist nicht, aber das ist, ich habe jetzt nur das gefahren, was direkt neben uns wächst. So, ich habe jetzt noch einen Prime Meat. Dann müsste es reichen, glaube ich, ne? Markus, was sagst du, wenn ich jetzt noch mal einen Prime Meat bringe, reicht's? Ja, dann, ich glaube, dann reicht's, ja. Ich fliege noch einmal über die 2 T-Rex hier hinweg. Geklappt werden, aber ich denke schon. Wo sind die? Da. 21er T-Rex. Wieder Narkotik rein. Ah, ich bleib mal lieber weiter oben, nicht dass die doch meinen, sie müssen mit mir einen Kampf anfangen. Oh, jetzt fressen sie irgendeinen Flugsaurier. Das heißt, die fressen schon die kleinsten Tiere weg, die sie finden. Das heißt, ich bin ihr nächstes Opfer.
Ja. Wir haben es gleich geschafft. Ja, ich komme, Mama. Vielleicht habe ich sogar Warmeat, wenn du das genommen hast. Was passiert, wenn ich jetzt einen Steinpfeil drauf schieße? Dann wird er schwächer. Weil du siehst jetzt, wenn du ihn anguckst, du hast Taming Efficiency, siehst du dieses Feld? Mhm. Taming Efficiency 95,5%. Das heißt, aktuell hat er den Level, keine Ahnung, wo steht es hier, 19. Und wenn der aktuelle Taming Level mit 95,5% bleibt, dann bekommst du plus 9 Level dazu. Das heißt, der ist jetzt dann Level 28 getamed. Da drüben war ein 21er Male, nämlich. Ja, du hast jetzt ein 28er Female dann. Ich denke mal, das ist auch okay, oder? Pack da einen großen Haufen drauf. Wie heißt der dann? La Petro? Petra? Ja, wie bist du... La Petra. Kann ich doch benennen, wie ich dann will. Ja, du musst aber La machen. Du musst La, La und Apostroph. Ja, da, weil unsere Dinos mit La, Apostroph, Leerzeichen anfangen alle. Oder hat da gesagt und so. Nee, hat Dark nicht gesagt. Hat Dark nicht gesagt. Das Problem war nur, dass dann immer wieder Dinos weg waren. Weil irgendjemand gemeint hat, ja, keine Ahnung, wem der gehört und so, und dann nehme ich den halt. Und die wissen, bei Lars sind unsere Dinos. Ich guck mal, ob ich den T-Rex finde. Ja, guck mal, ob du einen T-Rex findest. Können wir auch noch themen. Ja, aber jetzt nicht. Aber nicht mehr heute, weil ich habe jetzt keine 2 Stunden mehr Zeit. Nicht? Nee. Sehr langweilig. Ich bin jetzt erstmal froh, wenn wir hier die erste Folge quasi schon ein Vieh getamed haben. Ja, das kriegen wir hin. In der zweiten Folge können wir dann quasi mal unsere ganzen Tierchen vorstellen, die wir so haben. Wir haben ja doch schon einige. Backst du da drin gerade? Ja, ja, Backe, Backe, Kuchen. Kann das Scheißvieh jetzt endlich noch mal ein letztes Mal fressen, bitte? Geben wir mal noch Narkotik. Eben ging's mit Narkotik schneller. Geben wir noch mal was. Das hat mit Narkotik gar nichts zu tun. Aber eben ging's ganz schnell. Ja, weil immer wenn er frisst... Ja, weil Freimiet. Der frisst ja immer nur manchmal, der frisst ja nicht die ganze Zeit, sondern wenn er frisst, dann macht er auf einen Schlag ganz viel. Alles müsste er längst schon ertrunken sein. Jetzt hat er Freimiet gefressen. You tame the Panther da, Rodon. Also wie soll das Viech jetzt heißen, La? Keine Ahnung, ich will es binden. Petra. Ja. Wie? La Petra. Zeig einfach, La irgendwas. Keine Ahnung, ich will selber mal. Ja, das Viech hat aber gesagt, dass ich sein Besitzer bin. Dann nenn's wie du willst und gibst es mir dann. La Petra. Aber jetzt kannst du ihn doch zum umbenennen, glaube ich. Muss auch viel lange eh gedrückt halten. Warum lange E? Ja, dass du seinen Namen ändern kannst. Hey Sven, du nimmst den Scheißviech mit. Ja, muss er ja. Ich will es haben. Ja, du kannst aber nicht drauf hingelappen. Warum? Weil du es noch nicht kannst, weil du keinen Sattel hast. Mir einen Sattel, ich will fliegen. Craft dir einen Sattel. Und du hast mir einen gemacht eben. Nein, ging nicht, ich habe nicht genug Keratin. Hey. Ich habe jetzt einen. Nimmst du mich jetzt mal mit? Ja, versuche ich ja die ganze Zeit, aber Marco stellt sich immer vor mich. Wieder Markus! Lauf, Mann! Dann lauf du nicht die ganze Zeit neben Futter! Wenn er die ganze Zeit im Kreis rumrennt. So, dann fliegen wir mal in die Base zurück. Wir haben hier ganz toll gearbeitet und unseren ersten Flugsaurier selbst getailt für Futter. Da unten ist ein Skorpion, ich will einen Skorpion. Haben wir schon. Ich will einen Skorpion. Die Vögel gehören eh alle uns allen. Solange du keinen davon tötest, sind wir dir auch nicht böse, wenn du welche ausborgst. Nur wenn du einen tötest, dann stirbst du. Juhu, das Level 1er Mehl. Aber deiner ist schon ganz schön flott, muss ich sagen. Ja, Markus ist einfach fett, deswegen fliegt er so langsam. Oh, Ausdauer leer. Nee, ich muss aus. Jetzt wird er wieder. Nein! Du bist echt scheiße, ne? Sven, ne? Du bist echt dumm. Nee, Futter hat's verdient. Nee, das überleben wir. Ja, weil ihr Wasser landet. Nein, tun wir nicht.
Wenn du das Vogel mal weggehen würde, könnte ich auch landen. Oder nicht. Oder mein Vogel bremst dich. Ja. Ich werde es machen. Weil wir stehen in der Luft. Ja, tut ihr. Geiler Bug. Meinst du, ich überlebst dann hier? Nein. Hä? What the fuck, Alter? What fuck, the? Lass Futter los und dann weißt du, ob du leben kannst. Nee, Futter hat ja viel weniger Leben wie ich, aber dreimal so viel Leben wie Futter. Ich glaube trotzdem nicht, dass es so... Ja, könnte knapp werden. Aber ich glaube nicht. Drecksvogel. Frisst. Wo sind wir denn oh überhaupt? Shit! No! Und Futter ist tot. Ich nicht mal ansatzweise. Welches Bett muss ich jetzt auswählen? Warte mal. Welches Bett muss er auswählen? Warte mal. Ich kann den Nubi fragen, ob er noch daheim ist. Erster Bug. Wie mein Vogel einfach in der Luft stehen geblieben ist. Weil dann nehme ich einfach deine Sachen mit, weißt du? Ja. Aber ich kann auch dein Körper mitnehmen. Aber Fabi ist unten. Kann ich bei Fabi dann irgendwo spawnen? Dann spawn bei Fabi. Welches ist das? Das Bett heißt Fabi. Bett, Fabi und Janins Bett. Bin da. Soll ich deine Leiche jetzt mitschleppen? Ja. Ja. Wär nett. Wo rennst du hin, Sven? Ne, ich muss jetzt laufen. Ja, du musst andere Richtung. Dankeschön. Nee, hier ist der Eingang. Oh, ist da schon der Eingang? Ja. Hä? Gegen was kämpfen ich die? Bin nicht gekommen. Keine Ahnung. Okay, sie haben wieder so eine Libelle getötet. Warum haben wir eigentlich kein Bett? Wir haben ein Bett, wir haben einen Schlafsack. Warum habe ich da, kann ich da nicht spawnen? Kannst du? Nein, kann ich nicht. Doch. Pin? Wie Pin? Was für ein Pin? Haus aufmachen kann. Ja, den verrate ich dir jetzt bestimmt in der Aufnahme. Ja, natürlich. Ja. Also ich gucke im WhatsApp. Genau. Markus ist hinter mir, sind meine Vögel auch noch beide da? Vor dir. Alter, war die eine Silvester auch alles so betroffen? Ja. Markus? Ich habe gerade den Verlauf angeguckt. Habe ich Futters Leiche gerade verloren? Weiß ich nicht. Du ist hast weg. Sie im Gepäck. Nicht ich. Ist weg. Hä? Ich sehe sie nicht mehr. Also ich hab sie verloren. Bleib mal stehen, Mann. Ich hab sie doch, nicht. Du hast sie. Echt? Ja, lauf mal. Hab ich sie noch? Warte, jetzt helf ich dir schnell im Weg. Nee, hast du nicht mehr. Ja, das ausreißen. Aber wo ist Futur's Leiche? Futur, lauf mal durch die blaue Tür und such mal deine Leiche. Ich glaube nicht, dass er weiß, wo die blaue Tür ist. Es ist durch die Welt gefallen. Das könnte tatsächlich passiert sein. Ein ganzes schönes Zeug, was ich gefarmt habe. Hey, mich greift ein Raptor an. Oh. Bring mir meinen Vogel, meinen verdammten. Liegt da die Leiche? Was? Ja, da liegt die... Nein, liegt nicht. Da liegt eine andere Leiche. Doch, hier liegt eine Leiche. Ich hab ihn. Oh, da liegt eine Leiche. Gut. Jetzt hattest du einen Vögel mal übst. Hallo mein, warum mein hat eigentlich Vogel hat einen 5? Hohen Level. Er kann das selber. 5. 5. T-Rex? Dann muss richtig. Ja. Ja, ich muss aber hier. Ich kann ja nicht springen, wenn ich Futur rumschlepp. Das ist ja das Problem, warum ich ihn gerade verloren hatte. Weil ich gesprungen bin. Du gesprungen bist. Ja. Wie ich ihn einfach am Bein hinter mir herschleife. Das ist schon geil. Ja. Da ist wieder eine Libelle, die mich angreift. Die wird jetzt eh wieder gefickt von meinem Adler. Ja, das ging schnell. Ja, Level 3. Ne? Und Futur ist weg. Ich hab Futur verloren. Ja, so ging mal. Ich habe ihn wieder. Als ich hier über den Tetsch-Ding gelaufen bin, ist er runtergefallen. Ist so geil, jetzt zieh ich ihm am Kopf hinter mir her. Wow, das ist safe.
Ne, bei mir nicht. Ach. Oh man, Futur, beweg dich mal ein bisschen schneller mit deiner Leiche, ey, ist ja unglaublich. Du, bist du jetzt? Ich bin gerade in der Kurve in der Schlucht. Willst du vielleicht mal die beiden Flieger hinter dir herpfeifen? Irgendwas hat mich jetzt aufgenommen. Was? Irgendwas hat mich jetzt aufgenommen, ich weiß nicht was. Hier, Markus wahrscheinlich, guck halt nach oben. Ja, ja. Oh, irgendwas kämpft wieder mit mir. Tot. Level 21 Magnetor ist auch tot. Greifen mich jetzt echt zwei Dodos an? Wenn ja, sind die lebensmüde. Was? Wo bringst du mich denn jetzt hin? Du kommst hier durch das blaue Tor jetzt durch. Ja? Bring ihn zu Sven, zu deiner Leiche. So, Futters Leiche liegt jetzt da in der Tür. Da, Futter, legst du. Ist jemand von der Tür mitgeschliffen? Zu geil. Ja Leute, ich würde sagen, es war dann die erste Folge, wir sind wieder zurück im Dorf angekommen. Juhu! Oleg. Oleg. Nach zweimal sterben und so. Ja, wenn du dich so doof anstellst, ich bin ja nie gestorben. Ja, ja. Oh, der hat keine Ausdauer mehr, der stürzt gleich. Ja, ja, er ist abgestürzt. Ja, und ich kann auch nichts dafür, dass irgendein Bug ist, wo mein Vogel in der Luft stehen bleibt und ich ihn nicht mehr steuern kann. Naja. Hast du deine Sachen? Ja. Gut, dann kann ich dich ja nehmen. Dann lande ich jetzt mal hier mit meinem Vogel. So, dann pfeife ich Sutos Vogel auch hier nach unten. Hab ich dich? Nein. Jetzt, hab ich gesehen. Da ist er. Ah, oh, ich kann nicht im Wasser gehen. Nehme ich dich nicht mit. Die paar Meter schaffe ich auch so. So. Toll. Ja. Jetzt hat Futurs Vogel mich auf meinem Vogel festgebackt. Das ist eine nice Kombi, schön. Oder? Ja. Aber jetzt bin ich... Schaffe ich es an meinem jetzt vorbei? What the fuck, warum ist das so hell? Weil irgendjemand eine Fackel angemacht hat. Futur hat eine Fackel. Nur Fackel kann so hell sein. Solltest du auch langsam wissen. Hey, Vogel, ich habe nicht gesagt, dass du mir immer noch folgen sollst. Lande jetzt hier und bleib schön in deinem Käfig stehen. Warum machst du die Tür zu? Das muss ein Pin wieder eingehen. Mach wieder Pin aus. Nee, wir beenden an der Stelle jetzt nämlich die Folge. Achso. Wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Und bis dahin, Leute, würde ich sagen... Blech. Servusle. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.